Großeinsatz bei BASF. Auf dem Werksgelände des Chemieriesen in Ludwigshafen ist bei einer Explosion mindestens ein Mensch getötet worden. Mehrere werden noch vermisst. Nach diesen könne erst gesucht werden, wenn die Löscharbeiten beendet seien, teilte der Werksleiter mit. Die Detonation ereignete sich in einem Werkshafen bei Arbeiten an Rohrleitungen. In dem Hafen werden unter anderem brennbare Flüssigkeiten umgeschlagen und unter hohem Druck verflüssigte Gase. Die Behörden warnen vor Rauchgasen und fordern die Anwohner auf, Fenster und Türen geschlossen zu halten.